So, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Start von Everybody's Gone to the Rapture. Was, wenn ich das richtig gesehen habe, tatsächlich heute erst rausgekommen ist. Und darauf warte ich seit der ersten Ankündigung. Ich glaube, das kam mit der Ankündigung der PlayStation 4. Ist auf jeden Fall schon echt lange her. Und ist irgendwie ein Mystery Game. Insofern sicherlich cool. Bis jetzt habe ich nur ein paar Videos gesehen. Ich weiß nicht, ob man es Gameplay nennen konnte. Also dem Umherwandern in der durchaus schön anzusehenden Kleinstadt, würde ich sagen, ist es. Recht menschenleer ist. Dafür schweben halt so ein paar geisterhafte Erscheinungen oder Lichter umher. Ich glaube, man hat mal wieder das Gedächtnis verloren oder hat keine Ahnung, was gerade abgeht, und das finden wir dann hoffentlich gleich heraus. In diesem fröhlichen biblischen Endzeitdrama. Sobald diese Linie den rechten Rand erreicht hat. Los, Linie! Ich bin Dr. Catherine Collins. Ich weiß nicht, ob dies jemals jemand hört. Es ist alles vorbei. Ich bin als Einzige übrig. Verpennt. Okay. Cool. Mal runter. Springen kann man nicht. Als erstes probiere ich immer aus, ob man springen kann. Hauen übrigens auch nicht. So. So ist hier alles schön idyllisch. Komm vorerst nicht. Ein. Okay, XX. X ist Interaktion und auf der PlayStation tatsächlich die untere Taste. Ich werde so lange senden, wie es mir möglich ist. Wenn ich recht habe, kann man das Signal auf der anderen Seite des Tals empfangen. Mhm. Das Ereignis hat Spuren hinterlassen. Witziges Pixelfenster. Wir verstehen es noch nicht, aber wir arbeiten daran, es irgendwie zu begreifen. Du kannst die Spuren nutzen, um zu finden, was du suchst. Die Antworten, sie sind alle hier. Die Antworten C64er. Sind im Licht. Die hat bescheuert. Die Nummer merke ich mir nicht. Ich hier noch so oft höre. Okay, also, wenn man die Stimme aus dem Radio glauben kann, sind wir nicht die oder der Einzige übrig gebliebene nach dieser ganzen Nummer. Dann wäre meine primäre Aufgabe jetzt, diese Frau Kate zu suchen. You are here. Ah, das ist doch gut.
Und sie hat irgendwas gesagt von der anderen Seite des Tals. Straße, die mehr als 4 Meter breit ist. Ja. Okay. Ich hoffe mal, ich höre die Nummer dann noch später irgendwo, falls die wichtig ist. Ich kann auch nicht wirklich rennen. Fahrrad nehmen auch nicht. Ein Klingeln. Jetzt vibriert der Controller. Dies ist eine Sondermeldung des Komitees für Katastrophenschutz. Aufgrund der ungewöhnlichen Umstände unterliegen Radio und Fernsehen in diesem Gebiet ab sofort dem KFK gemäß der Krisenbereitschafts- und Handlungsverordnung von 1982. Lassen Sie Radio- und Fernsehgeräte jederzeit eingeschaltet. Bleiben Sie zu Hause und meiden Sie Kontakt zu anderen. Führen Sie keine Telefongespräche außerhalb des Orts. Verfallen Sie nicht in Panik und bleiben Sie ruhig. Lassen Sie diesen Sender eingeschaltet für Neuigkeiten. Führen Sie keine Telefongespräche außerhalb des Orts? Das für eine bekloppte Krisenanweisung. Hui. Also erster schräger Effekt. Dann müssen wir gleich mal hingucken. Aber erst gucke ich hier in das Auto. Okay, das ist der Absperrwagen. Ja, die Absperrung hat er noch hingekriegt. Die sehr effektiv ist, wenn man nicht springen kann. Okay, dann hoch zu dem Spezialeffekt. Oh, hier ist die Luft auch schon ein bisschen kaputt. Kurz Verzerrungsflecken in der Luft. Ah, hier sieht man noch mehr davon. Laufen wir jetzt einfach mutig da rein? Vermutlich, oder? Was soll schon passieren? Okay. Ich versuche nur, meine Arbeit zu machen. Sie beide werden in dieser Schicht als Einzige hier sein. Ich sage ja nur, falls der Strom fürs Haupttor ausfällt, kommt niemand mehr ins Observatorium rein oder raus. Dafür gibt's ja die Notfallgeneratoren. Gott, warum diskutieren wir das überhaupt? Kommen Sie ja nicht zu mir gerannt, wenn Sie hier festsitzen. Wenn wir hier festsitzen, können wir ja wohl kaum zu Ihnen rennen, oder? Überlassen Sie uns einfach die Denkarbeit und Sie können wieder Blätter zusammenfegen oder Glühbirnen auswechseln. Zufrieden? Dann Abmarsch! Okay, der hat den Hausmeister beleidigt. Das war wirklich unnötig. Nur weil du sauer auf mich bist, musst du es nicht an allen anderen auslassen. Kate, können wir einfach drüber reden? Nein, Steven, mir reicht's. Ich will nur weg von hier und heute Abend ist die beste Gelegenheit. Alter, ist das hell. Du machst die Systeme bereit, ich gehe zu Turm 6. Kate. Ich liebe dich. Ja, das weißt ja. Du, oder? Das weiß ich. Na los, fangen wir an. Aber es ist... Huch, ist das dunkel. Aber es ist schon so, dass... das hat er auch gesagt, dass die... eine Informationsquelle sind, die Erscheinung. Wir wissen zumindest, dass wir das Tor zum Observatorium wieder aufkriegen mit dem Notstromaggregat. Huch. Speichert, okay. Doch eigentlich dann da oben rein. Da komme ich aber irgendwie nicht rein, weil die Tür nicht offen ist, oder? Verdächtige blaue Blumen. Oder kann ich erst jetzt damit interagieren? Oh!
Okay, es wird nichts eingeblendet, aber man kann tatsächlich mal X drücken und versuchen, das aufzumachen. Dann kriegt man ein kleines Geräusch, das einem klar macht, dass hier nichts zu öffnen ist. Wenn ich Level 2 bin, investiere ich alles in meine Laufgeschwindigkeit. So viel ist schon mal klar. Ich meine, es ist ja ganz schön, dass man hier Sphäre schafft und alles Mögliche, aber warum verdammt man die Leute dazu, durch die Gegend zu schleichen? Jeremy. Sehr schöne Schrift. Aber was sagt mir das? Die Sonne geht schnell unter, oder? Mir war die Nummer eben mit dem Controller neigen als Minispiel nicht ganz klar. Ich bin einfach nach links gedengelt und dann hatte ich wohl den gewünschten Effekt. Tja, danach zu urteilen, scheinen die das mit dieser Quarantäne wohl wirklich ernst zu nehmen. Falls Mrs. Borden hier lang gegangen ist, bevor die Straße gesperrt wurde, werden wir sie wohl nicht finden. Nicht, bis diese Sache vorbei ist. Das ist aber mehr als nur seltsam. Ich meine, das hier ist Jorden um Himmels Willen. Es war doch nicht nötig, so grob zu werden. Na, wenn sie so besorgt sind, dass sie bereit sind, die Straßen zu sperren, würde ich annehmen, dass sie es doch für nötig halten. Eins ist klar. Niemand von uns geht vorerst irgendwo hin. Aber er hatte ein Gewehr. Ein Soldat mit einem Gewehr. In Shropshire. Die Welt ist völlig verrückt geworden. Shropshire. Ich glaube, ich schreibe an meinen Abgeordneten. Tun Sie das, Barb. Und ich überbringe den Brief persönlich für Sie, sobald diese Absperrung wieder weg ist. Ach, kommen Sie, Barb. Ich kann nicht den ganzen Tag entlaufenen Rentnern hinterherjagen. Die Praxis öffnet sich nicht von selbst. Und ich muss Paracetamol nehmen, wenn wir zurück sind. Ich habe ganz plötzlich Kopfschmerzen. Okay, ich habe so das Gefühl, wir werden Millionen von diesen Menschenrückständen treffen und uns dann irgendwann die Geschichte zusammenreimen. Es scheint auf jeden Fall ein schleichender Prozess gewesen zu sein. Die waren nicht einfach zack, bumm, alle weg, sondern hier kam erstmal das Militär, hat den Scheiß abgesperrt. Vielleicht wieder ein fehlgeschlagenes Experiment, man weiß es nicht. Wer ist da? Hallo? Kate, falls du das hörst, du musst das optische System ausschalten. Es nutzt das Observatorium als Kanal, um zu uns zu gelangen. Und es breitet sich schon jenseits des Tals aus. Kate, das dürfen wir einfach nicht zulassen. Es wird stärker. Ich rufe Clive zurück und zwinge ihn, den Luftschlag anzuordnen. Ich sehe einfach keine andere Chance mehr. Hallo, hören Sie mich, wir brauchen Hilfe. Es funktioniert. Was mit dem? Sofort auflegen! So, wir sind sicher. Das eskaliert ziemlich schnell, auch von der Informationslage. Jetzt habe ich eher das Gefühl, als ob wir durch ein außerirdisches Wesen oder was auch immer angegriffen werden. In dem natürlich das Militär das Tor geöffnet hat zu unserer Welt. So viel ist mal klar. Aber zumindest scheint es das Observatorium genutzt zu haben, um zu uns zu gelangen, um irgendwas zu machen, man weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall noch einen Grund, dahin zu gehen. Wir wissen auch immer noch nicht, warum ich der Einzige bin, der noch hier rumläuft. Falls ich überhaupt wirklich körperlich hier rumlaufe, das weiß man ja nicht. Und so jage ich weiter irgendwie den Geräuschen nach. Ich bin mal kurz in die falsche Richtung geneigt. Jeder wird mal zurückgewiesen. Du nicht. Was mir irgendwas passiert wäre, wenn ich das nicht mehr korrigiert hätte. Wir überarbeiten einfach die Daten und reichen es nochmal ein. Deine Grundidee ist gut, nur deine Zahlen stimmen nicht. Sei bloß nicht so gönnerhaft. Ich bin doch nicht gönnerhaft. Ich halte dich für einen wirklich genialen Mann, Dr. Appleton. Oh, cool. Hör zu. Ich bin hier. Wenn ich diese Nummer mache und die Geister sehe, habe ich immer das Gefühl, es wird dunkel, also Nacht. Die Konstellation. Eine Annahme wäre jetzt, dass das in der das ist dein Ding, ja? letzten du Nacht hast die Chance passiert gesehen und alles ist, berechnet. Was ich hier sehe. Auch wenn sie es nicht erkennen.
Ich bin stolz auf dich. Und jetzt soll ich mich besser fühlen? Steven. Das ist mir eigentlich egal. Kann ich einfach weglaufen? Siehst doch mal positiv. Für die Leute hier bist du ein Held. Der verlorene Sohn, stimmt? Es bleibt Nacht. Zumindest in Grenzen. Aber ich weiß nicht, ob ich hier ankomme, hinkomme oder ob ich vielleicht hier durch dieses Haus muss dafür. Guten Abend. Happy Hour! Die Zigarette qualmt noch. Das kann ja dann eigentlich nicht so lange her gewesen sein. Weil hier ist wieder kein Sie sind hier. Curry und RNT Pint, oh Gott. Fliegenden Licht Ball mal fangen. Kann ja noch nicht einfach Deko sein. Ah, da ist wieder das Hupen. Jetzt müsste ich ja hinkommen. Nein, tue ich nicht. Bis jetzt wissen wir auch nicht, ob wir irgendeine Chance haben, uns in diesem Spiel umzubringen. Ich suche weiter, doch es gibt keinen Sinn. Das Gebiet, aus dem das Muster kam, ist mit dem Teleskop nicht mehr aufzufinden. Das ist einfach nicht möglich. Man kann deutliche Veränderungen des Raumlichts in diesem Bereich des Himmels erkennen. So wie bei einer Überbelichtung, wie ein Polaroid, das in der Sonne gelegen hat. Diese Laufgeschwindigkeit lädt nicht wirklich dazu ein, die Gegend zu erkunden. Beschränkt die Lauferei echt auf ein Minimum. Aber ich könnte hier nochmal kurz reingucken, ob ich vielleicht was übersehen habe. Die Grafik ist ja... Oh, bin ich fett. Die Grafik ist ja ganz schön. Viele Details und so draußen, diese Farbflecken auf dem Boden. Schon nicht schlecht gemacht. Jetzt bin ich wieder vorne. Hatte ich hinten noch was? Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Häuser, in die ich reingucken kann. Insofern ist es nicht schlecht. Oder in Autos. Blut. An der Stelle. Fahre jetzt ins Huhn. Okay. Gucken, ob wir hier reinkommen. Quarantäne. Aber das Hupen kommt auf jeden Fall von dahin. Drin. Das Tuten. Vielleicht kommen wir hinten rum irgendwo rein. Noch ein Radio. Außergewöhnlich. Das Ganze erinnert mich an damals in der Highschool, als ich den Mars zum ersten Mal gesehen habe. Dieselbe fieberhafte Aufregung.
Mir zittern die Hände. Controller hat vibriert. Das hat der vorhin schon mal. Aber warum? Außergewöhnlich. Das Ganze erinnert mich an damals in der Highschool, als ich den Mars zum ersten Mal gesehen habe. Dieselbe fieberhafte Aufregung. Mir zittern die Hände. Das kommt immer, wenn ich das Radio anschalte und dann davon weglaufe. Okay, wir wollten die Hintertür probieren. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ah, man kann tatsächlich reingucken. Einmal rum. Krieg ja bald die Krise, dass man nicht rennen kann. Leute, wenigstens ein Sound, dass ich die Tür nicht öffnen kann. Kein Studenten, der alle Türen aus dem Spiel durchgegangen ist und geguckt hat, ob die richtig gescriptet sind. Das ist meine aufgeräumte Küche. Okay, ich habe ja mal lange Arme. Ein bisschen Interaktion ist dabei. War gerade irgendwie so ein komischer Lichteffekt. Kleine Vögel, wo man sie finden kann. 6:06. Okay. Wenn man ein Klavier in ein Spiel einbaut, dann ist es Pflicht, dass man wenigstens Pling-Pling drückt. Sag mal, das ist das Haus, wo ich mir immer die Tür an den Kopf haue. Das ist gar keine Tür. Das ist eine Tür, aber die geht nicht auf. Spiel oder wie das Ding ist. Das ist schon die Befürchtung, dass ich das jetzt spielen muss. Blumenliebhaberin. Die Tapete sind Blumen, die Bettwäsche sind Blumen, da stehen Blumen, wir haben Fotos von Blumen. Halleluja. Aha. Dann sind wir frisch und erwartet davon.
war die erste Etage. Sprich, die eine Tür, die man aufmachen konnte. Abgehakt. Kommt wirklich diese Bibelmusik Hallo? Her? Hallo? Oh, Amanda, ich dachte, Sie wären weggefahren. Das kam unerwartet. Auch so ein bisschen gruselig. Wir haben es versucht. Jeremy wurde eben eingeblendet. Aber alle Straßen sind gesperrt und niemand kommt durch. Und dann kamen Jordi und Ben Kopfschmerzen. Und dann fing sie an zu bluten. Okay. Es war furchtbar. Sie hatten solche Angst. So fängt es an. Also hat Neil umgedreht und wir sahen, dass das Haus offen stand. Und ich weiß, wir hätten es nicht tun sollen, aber wir sind rein, um die Kinder zu waschen. Und dann fingen er und ich auch an zu bluten. Meine ganze Bluse ist voll und Ach, das alle ist das so hier irgendwie Taschentücher oder so. Alles wird wieder gut. Beruhigen Sie sich und sagen Sie mir, wo Neil und die Kinder sind. Sie sind oben. Sie waren müde und Neil meinte, sie sollten ein Nickerchen machen und... Und wir dachten, es macht Barbara nichts aus. Sie sind ja noch klein. Und ich war so müde. Darum brachte Neil sie nach oben. Er brachte sie hoch ins Bett. Und? Das war vor 6 Stunden. Er ist nicht wieder runtergekommen. Ich hatte zu viel Angst, um nachzusehen. Was? Warum sehen wir nicht gemeinsam nach? Nehmen Sie meine Hand, wenn Sie möchten. Gut, die erste Etage besteht hauptsächlich aus Blumen und verschlossenen Türen. Ich glaube, aber so gruselig ist es auch nicht. Helfen Sie mir bitte. Natürlich helfe ich Ihnen. Witzig, wie die Reflexion von dem Licht Neil. In dem Bild vorbeiwandert. Neil, sind Sie hier? Der Aufzeichnung. Okay. Das. Okay, Wales ist dann hier diese. Ich weiß nicht, ob die militärisch ist, aber die. Die Firma oder was auch immer, die. Experimente macht. Huch! Achso. Wo war ich? Ist alles weg. Ach so, also die... Die haben wohl versucht, hier rauszulaufen, haben dann irgendwie angefangen, Kopfschmerzen zu kriegen und zu bluten. Und sind dann hier hingelaufen und dann irgendwann verschwunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Effekt davon ist, dass man... draußen rumläuft oder versucht sich zu entfernen von der ganzen Nummer oder ob das einfach immer passiert. Vielleicht geht's uns auch gleich so. Ja, hau mir doch das Ding vom Kopf. Jetzt ist das Licht wieder weg. So. Das Haus der verkehrt rumigen Türen. So, da war der Pub. Da hinten haben wir noch Häuser zum Angucken. Das Irrlicht schwirrt da rum. Ich guck mal hier hin. Ich renne mal hier rüber zu dem Laden. Tun Sie das? Das habe ich gesehen. Bleiben Sie weg. Nicht näher kommen. Das ist Privatbesitz. Du machst allen Angst. Es ist überall im Dorf. Hat alles befallen. Es ist so schnell. Wovon redest du? Es bewegt sich durch die Leitung. Großer Gott, Sie sind ja verrückt. Wo ist Kate? Was haben Sie gemacht? Verstehen Sie denn nicht? Es durchbricht die Quarantäne und passt sich an. Die verdammte Farbe. Los, Adam. Finger weg. Ja, Schluss jetzt. Schnappschwarz. Her mit der Farbe. Nein, Schluss jetzt. Ich brauche sie. Es reicht. Manifestiert sich schon überall. Steven, kommen Sie zurück! Oh Gott!
Okay, hier haben die scheinbar irgendwas gesehen. Ich hatte ursprünglich mal vor, ein Notstromaggregat anzuschmeißen. Da oben ist ja nicht wirklich weiter. Private Parking. Auf einer Kiste. Ist fast so schön wie springen. Okay, dann haben wir hier noch ein Haus. Ah, das ist wieder so eine Quarantäne-Nummer. Da kommen wir doch wieder nicht rein. Jedes Spiel hat seine eigene Methode, um Häuser dicht zu machen, damit man die nicht ausdesignen muss. Wenn keine Häuser da sind, wirkt es auch eigentümlich. Ist ja im Prinzip schon okay. So. Post. Die Leute fangen an zu bluten. Kopfschmerzen fangen an zu bluten. Ich nehme an, dass sie aus der Nase bluten. Ah, ein neues Radio. Stromausfälle im ganzen Turm 6. Das Licht fließt wie Wasser. Seine Zielstrebigkeit ist überwältigend. Da ist etwas in... Steven? Steven, bist du das? Geflackert da oben in dem Haus. Ja, Texturflimmern. Okay. Dann gehe ich jetzt mal in den Schuppen. Ich hab's mir anders überlegt. Hey, der Daus. Okay, wir wissen schon einige Dinge. Glauben sie zu wissen. Ziemlich sicher, dass es schiefgegangenes Experiment. Das ist nicht mal bis zum hinteren Zaun, alter Trottel. Tja, mit Brot und Fisch kennen wir uns aus, Carter, aber Gartendesign ist etwas... Hätten Sie kurz Zeit? Mrs. Boyles, natürlich. Nee, entschuldigen Sie uns bitte. Wir sehen uns dann nachher bei Charlie. Bis dann, Wendy. Ich habe mit Tara geredet. Sie hat gesagt, bei Mary's Morphium gab es Unstimmigkeiten. Meine Güte! Das sind vertrauliche Krankenakten. Wie kann Barbara bloß solche Dinge mit Ihnen besprechen? Wenn Dr. Wade das erfährt, muss er Sie suspendieren. Verdammt, Wendy! Ihr Bruder trauert. Mary war so lange krank und ich bin froh, dass sie es überstanden hat. Seien Sie für Frank da, er braucht Sie jetzt. Gott weiß, was Sie getan haben. Er sieht alles. Ich bete, dass er Mary ihre Schwäche verzeiht. Aber Sie, ein Mann Wenn Gottes, Sie ein Problem... Sie bringen Schande über diese Gemeinde. Wenn Sie ein Problem mit mir haben, schlage ich vor, dass Sie dem Bischof schreiben. Ich muss mich um meine Gemeinde kümmern. Entschuldigen Sie. Mhm. So, die Geschichte jetzt irgendwas mit... Ja,
Hauptstory zu tun hat, wage ich zu bezweifeln. So, aber weiter. Also wir wissen, es gab Experiment, ein intelligentes, lichtartiges Wesen, das ziemlich unaufhaltsam sich verbreitet, alle befällt, mit Kopfschmerzen und Blutungen versieht und dann verschwinden lässt. Das ist doch schon mal was. Hier sind mir ein Tick zu viele Raschelgeräusche. Schauen wir mal hier hin. Verdächtiger Stock. Krücke. Ah. Sag mal, wie fett bin ich eigentlich? Düstere Kirche. Hier bin ich noch langsamer. Schön gemacht. Eigenartige Kerzen. Holy Bible und Influenza. Bibeln und Grippeuntersuchung. I think this is a bug. Das sind ja nun keine richtig echten Kerzenflammen. Ich weiß nicht, ob das Wesen generell Licht ist, von Licht angezogen wird, Licht kontrolliert. Schwierig. Irgendwas stimmt mit diesem Ding nicht, auf jeden Fall. Dieser ganze Besuch war so relativ sinnlos. Ich denke immer, irgendwas muss man doch hier finden dann. Hier war jetzt noch nicht mal eine Vision. Ich wollte ja eigentlich mal mit diesem Irrlicht zusammentreffen. Das scheint uns irgendwie zu beobachten. Es bleibt so ein bisschen auf Abstand. Ist aber auch nie wirklich weit weg. Außer jetzt gerade, jetzt ist es verschwunden. Wieder. Eben habe ich es auch irgendwie in der Kirche gehört, aber ist denn drüben noch was weg? Oder vorher eigentlich schon? Okay. Was war denn hier?
Wenn Sie vielleicht mit ihnen reden könnten. Sie hören auf sie. Also ich verstehe beim besten Willen nicht, was das mit mir zu tun hat. Das Dorf schaut zu ihnen auf. Ich glaube, nach dem, was passiert ist mit Mr. Coles, Mrs. Boughton und den anderen, brauchen die Leute einen sicheren Ort zum Reden. Vielleicht finden Sie, dass Ihre Kirche kein Ort ist, an dem man sich besonders sicher fühlt. Ich brauche keine Vergebung von Ihnen oder denen. Wer du auch bist, der da richtet. Denn worin du einen anderen richtest, verdammst du dich selbst. Römer Kapitel 2, Vers 1. Hab Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden. Matthäus, Kapitel 6, Vers 1. Ein Bibelzitatgefecht. Nicht um mein Urteil sollten sie sich sorgen, Pater. Aber gut, ich rede mit Barbara. Sie soll in der Ach, dieser kleine Dorfgezänkrempel. Habe ich jetzt geklopft? Das ist neu. Wir haben energisch versucht, da einzudringen. Ich stehe auf der Parkbank oder auf der Fensterbank. Wir haben wieder Kirchenmusik. Wenn Jeremy als Pater von dieser Gemeinde so im Zentrum steht, passt das ja irgendwie alles mit Rapture und dem biblischen Grundthema. Obwohl vieles auf was völlig anderes hindeutet. Zum Anfang konnte man noch in Häuser reingucken. Jetzt haben wir überall diese Quarantänenummer. Habe ich eigentlich irgendeine Art von Karte oder sonst was? Das wäre mal cool. Nö. Irgendwo ist hier ein Radio. Das war keine physikalische Störung. Ich verstehe es zwar noch nicht, aber das war kein Unfall. Die ganzen Ohren, hier ist eine Luftanomalie. Was im Turm 6 passiert ist, das ist kein Zufall. Das ist eine Kraft, ein Versuch, Kontakt aufzunehmen. Mhm. Noch ein Hinweis auf eine fremdartiges, intelligentes Wesen. Diese Luftspiegelungen sind so eigenartig. Ich frage mich, ob ich hier irgendwas entdecken müsste. Vielleicht sehe ich von hier oben mehr. Okay. Autoreparatur. Komische Geräusche? Nichts zu sehen. Ach, in Gebäuden läuft er echt noch langsamer. Meine PS4 gleich hoch, damit das schneller läuft. Mac, sieh dir das mal an. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Charlie? Jeremy glaubt, jemand hätte all die leeren Häuser geplündert und eine Menge Zeug geklaut. Was gibt's? Sieht aus, als hätte sich jemand selbst Vorräte besorgt. Drecksack! Naja, wir haben genug im Lager, um das Dorf monatelang zu versorgen. Wir brauchen einen Laster. Was sollen wir jetzt alles holen? Ja, wieso nicht? Das ist Appleton. Dieser verdammte Spinner, Stephen Appleton. Den mache ich fertig. Sam, schon gut. Wir sollten weiter, bevor das Wetter umschlägt. Kommst du? Wir fahren auf dem Rückweg am Camp vorbei und holen Rachel. Okay, die Leute hatten wir noch nicht. Thank you.
Menschen drin? Nein. Ach doch. Hier endet das Dorf. Blut. Grippewerbung. Jetzt habe ich es verstanden. Man muss mit der Controllerneigung muss man das irgendwie fein abstimmen, bis man die Frequenz richtig getroffen hat. Ich suche nach Dr. Wade. Hören Sie, Frank. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber Ihr Steven glaubt, er sei dafür verantwortlich. Tja, das ist er wohl auch. Er sagte, Kate sei noch im Observatorium, aber das Tor wäre zu. Frank, bald kommt Rettung, da bin ich ganz sicher. Die schicken Flugzeuge oder sowas. Oh, ganz sicher schicken die Flugzeuge. Sein sogenanntes Muster. Wir stecken mittendrin. Das heißt, wenn die es aufhalten wollen, sind wir direkt in der Schusslinie. Dritte Tür nicht interaktiv ist? Weiß ich nicht. Dass sie nicht aufgehen, ist ja schon schlimm genug, aber das nenne ich mal Nasenbluten. Das Spiel hat irgendwie ein paar Probleme. Dem Ein- und Ausblenden von Dingen, je nach Blickrichtung oder Position. Level of Detail oder Culling oder wie auch immer das. Genannt wird. Warum hinterlässt denn das Ding so Schlieren in der Luft? Das finde ich krank. Durch, also das Experiment hat dann wohl dieser Steven durchgeführt. Kate ist noch im Observatorium. Vielleicht ist er auch immer noch da. Dafür müssen wir allerdings den Strom anstellen. Was möglicherweise das einzige Rätsel im ganzen Spiel ist. Zementierte Gartentore. Ich laufe so halb im Kreis, ne? Eben hier diese
Fotoapparatur abgesucht. Jetzt das Haus. Ich glaube, das Haus da oben hatte ich schon. Ich will mal ausprobieren, was passiert, wenn ich versuche, hier rauszulaufen. Ich melde mich in 10 Minuten wieder. Könnte man da runter gucken? In diesem Glashaus war ich noch nicht. Drive slowly. Wendy. Ach, dieser andere Ding, der Typ, der da rumgeflogen ist, das war Jeremy, das hier ist Wendy. Das heißt, die Leute, die verschwunden sind, sind alle noch als Lichtkugel hier. Sei nicht so aufgeregt. Ganz sicher, ob die wirklich auf mich reagieren. Ich bin gerade kurz dagegen gelaufen. Das ist ein Vogel? Nein, ich muss den Vogel rufen. So, okay. Hier haben wir Wendy. Wie auch immer. Kreiselt da fröhlich im Dreieck. Folgt mir auch so halb. Okay. Ich glaube, ich bleib noch einen Moment dran. Ich mache jetzt aber trotzdem mal eine Pause. Und wir sehen uns dann gleich wieder.